So, schon wieder ein neues Paket. Mittlerweile dürfte es das sechste sein. Zuerst einmal ordentlich Styropor. So, geht's hier los mit einer Tüte. Da sind verschiedene kleine Raketen drin. Und wir erst einmal Wunderkerzen. Sind natürlich wieder alles Raritäten hier drin. Bis auf paar aktuelle Panda-Sachen. Hier war mal römisches Licht von Panda. Dann haben wir hier drei kleine, vier kleine Knallraketen aus Holland. Banger Baby Rockets. Noch zwei kleine Knallraketen. Was haben wir hier? Müsste eigentlich eine Goldflimmerrakete sein. Genau. Eine rote Skyrocket. Dann geht es hier weiter. Eine Strahlensonne von Komet. Saturn-Missiles von Panda. Silberblitzfontäne von Komet. Glitzerstar. Riesenfontäne von Keller. Silvesterfontäne von Komet. Silberglitzerfontäne von Komet. Silberpalme von Komet. Dann geht es mal hiermit weiter. Aböller von Komet. Relativ aktuell, wie es aussieht. Packet Cracker, Ninja Crackers von Nico. Vier Stück. Was haben wir hier? Kunterbunt von Keller. Sieht aus wie eine riesen Tischbombe. Naja, es muss irgendeine Fontäne sein. Sieht man hier unten. Ja, da bin ich mal gespannt. Kenne ich noch nicht den Artikel. Ein Sonnenkreisel von Feistel. Ein Nachtfalter von Keller. Haben wir hier noch paar alte Pyrocracker von Komet. Einen einzelnen Knockout. Flashcracker von Weko. Zwei kleine Bienen. Eine Strahlensonne von Feistel. D-Böller von Weko, hier mit dem alten Corsa-Label. Naja, nicht so doll. Ninja Cracker. Viermal Pyrocracker von Weko, auch mit dem alten Corsa-Label. Ach, hier der Standfuß von der Glitzerstar. D-Böller von Panda, dreimal. Mini-Knaller, auch mit dem alten Corsa-Label, dreimal. Bisschen ältere Frösche. Haben wir hier noch die Super-Silber-Kaskade von Keller. Einmal die Magic Fontaine von Komet. Ist einmal die rote Begonienfontäne und einmal die Silberglitzerfontäne drin. Kann ich ja nochmal kurz rausholen. Hier die Silberglitzerfontäne, war schon ein anderes Mal im Paket. Und die rote Begonie. Und
Hier zu guter Letzt einmal römisches Licht von, sieht nach Keller aus, genau. Einmal, oh, hier fehlt auch wieder der Fuß, eine Fontäne von Keller. Welche ist das? Zauberflöte. Einmal noch die Samba-Fontäne, auch von Keller. Naja, also der Zustand von den Teilen ist ja nicht so prickelnd. Da ist schon wieder der Fuß abgefallen. Noch einmal die Kuko-Kuko, auch von Keller. Und einmal die Regenbogenfontäne. Ja, wir werden dann nochmal alles ausbreiten. Und bis dann. Alles ausgebreitet, fangen wir hier vorne links mal an. China Böller D von Veko mit dem alten Corsair-Label. Ninja Crackers von Nico. Ninja Crackers Matten, also Paket-Cracker-Matten. Denn hier ein paar kleine Knallraketen. Wunderkerzen. Ein Sonnenkreisel von Feistel. Vier Pyro-Cracker von Komet. Zwei kleine Feuer-Wespenwirbel von Veko. Ein Nachtfalter von Keller. Eine Goldflitterrakete, eine rote Skyrocket, Frösche von Veko, etwas älter, Pyrocracker von Veko, auch mit dem alten Corsair-Label. Dann geht's hier weiter, aktuelle China Böller D von Panda. Hier sind Mini-Knaller drin, mit dem alten Corsair-Label wieder. A-Böller von Komet, Strahlensonne von Komet. Flashcracker von Veko, Kunterbund von Keller, Strahlensonne von Feistel, Saturn Missiles von Panda, ein Knockout, ein römisches Licht von FKW, ein römisches Licht von Panda, die Silberblitzfontäne, die Super Silberkaskade, Silberpalme, Silvesterfontäne, Silber-Glitzer-Fontäne, Regenbogen-Fontäne, Glitzer-Star, Kuko-Kuko, Zauberflöte, Samba-Fontäne und hier nochmal die rote Begonie und die Silber-Glitzer-Fontäne. So, ja, ich habe das ganze Paket für 30 Euro bekommen. Was sagt ihr dazu? Findet ihr den Preis gut mit Versand? Schreibt es in die Kommentare.